Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind wieder hier bei Familie Mondschein. Und ich habe euch hier gerade stehen, dass wir die Kids einfach direkt altern können. Die Babys hier. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, der Rest ist schon umgestylt etc. Beziehungsweise es gibt auch keinen, der jetzt irgendwie bald Geburtstag hat, glaube ich. Naja, okay, die, aber die haben noch 3 Tage bis zum Unterricht. Ja, dann ist das ja ziemlich chillig. Dann können wir die nämlich altern. Wir müssen unbedingt saugen. Also, wir beginnen hier und gehen dann hier weiter. Wow! Ja, ich bin schon wieder ready für den Greatest Sim, Alter. Man kennt. Yay! Sie ist, er? Ist Tracy ein Er oder sie? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ein Junge, oder? Tracy ist auf jeden Fall albern. Aber Tracy ist kreativ begabt. Interessant. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist die Aufnahme abgebrochen nach 2 Minuten. Ich kann jetzt echt nicht sagen, wieso. Und ich weiß auch jetzt nicht, wo. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht drauf ist mit dem Umstyling. Ja, das tut mir leid. Aber ich habe die Mäuse auf jeden Fall umgestylt. Und es gab auch gar nicht so viel umzustylen, wenn ich ehrlich bin, weil seitdem ich jetzt nur noch so Access Match Custom Content und so habe, gibt es gar nicht so viel, was ich unbedingt ändern muss, weil einfach alles besser zusammenpasst. Ja, das ist hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja Silvester. Interessant, das habe ich irgendwie schon wieder voll verpeilt, not gonna lie. Deswegen bringen wir mal kurz die Deko an. Und am Ende des Parts, ja, werden wir dann natürlich auf das neue Grundstück ziehen. Ja, und damit wir halt dann in Part 100 in das neue Haus ziehen können. Bis dahin werden wir das dann natürlich bauen, da wird es ein Speedbild zwischendurch dann geben. Ich weiß noch nicht, wie, wo und wann, weil muss man dann mal schauen, wie schnell ich das dann baue und wie viel, also wie viel Motivation ich auch dazu habe. Weil es wird natürlich dann doch ein größeres Haus, habe ich mir schon gedacht. Also weil das Haus ist doch jetzt nicht unbedingt klein, aber man muss halt schon überlegen, so wir leben regelmäßig mit 8 Leuten hier und das ist halt dann vielleicht noch ein bisschen klein. Und ja, 3 Badezimmer sind manchmal vielleicht doch noch ein bisschen wenig sogar. Deswegen mal schauen, wie wir das dann alles regeln. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Stefano hat sein Projekt abgeschlossen. Das ist ziemlich cool. Das können wir dann verkaufen. Wem gehört das hier? Scarlett. Dann soll sie da einfach dran gehen und weiterarbeiten. Also ich meine, in der Theorie ist es ja am sinnvollsten, in einem Tiny House zu wohnen. Aber das ist halt nicht so unbedingt möglich in der 100 Baby Challenge, weil man halt schon viele Sachen braucht. Ja, also klar, am Anfang kann man das machen vielleicht, aber irgendwann, also man muss ja irgendwie alle zum Schlafen bringen können. Und das ist halt einfach unmöglich, wenn man halt 8 Sims hat in einem Haushalt. Oh, Halo hat Rückenschmerzen. Sie ist ein Kleinkind. Hä? Same, girl. Same. So, Stefano kann dann etwas essen gehen. Und dann wird er seine Logikfähigkeit höher machen, weil die hat er gerade am besten drauf. Und weil, ja, also er hat schon, ist schon bei 64% und dann hat er ja schon Level 3 erreicht. Das ist schon sehr gut. Das können wir von Emilia noch nicht behaupten. Ich denke, ich werde sie auch was essen lassen und dann kann sie sich am PC hocken und ein paar Videospiele spielen. So, Moody, was geht bei dir? Sie möchte mit Stefano reden, aber nein. Der ist gerade beschäftigt. So, und Tracy kann hier ans Tablet gehen. Adam, ist dir nicht ein bisschen kalt? Vielleicht? Also ich meine, grundsätzlich ist er ja dick eingepackt, aber ohne Hose ist vielleicht ein bisschen schlecht. Die müssen sich noch alle hier einen Vorsatz fassen und so. Sind sie wieder alle traurig. Dann fassen wir mal ein. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach Fähigkeit verbessern, weil das am meisten Sinn ergibt tatsächlich. So, und die haben besser in der Schule werden, die Kinders. Warum machen Kinder eigentlich 24/7 nur diese Sachen, Alter? Dieses Chaos, I don't know. Es nervt so hart. Sie ist einfach so eine Hausfrau, ne? Aber wir lieben Melody dafür auch.
Gefühlt ist es schon Ewigkeiten her, dass wir Kleinkinder hatten. Also, ich weiß nicht, ob es sogar nur, also ob es wirklich nur gefühlt ist oder ob es wirklich so ist, weil ich meine, die Parts kommen halt einfach nicht mehr so oft wie früher. Da habe ich ja wirklich jede Woche ein Part rausgebracht. Und keine Ahnung, jetzt ist es halt so, keine Ahnung, irgendwie spielen wir halt mal alle 2, 3, 4 Wochen oder so. Und keine Ahnung, also das kam mir jetzt wirklich vor, als wäre es eine Ewigkeit gewesen. Und wahrscheinlich ist es denn auch so. Also, wahrscheinlich ist es halt wirklich wie schon 3 Monate oder so her, dass wir Kleinkinder hatten. Und ich meine, das ist ja schon eine lange Zeit. Ich denke, es fühlt sich nicht nur so an. Hier hinten ist einfach richtig Party, ne? Was zur Hölle? Sie hat einfach Level 10 der Mentalfähigkeit erreicht? Was ist mit ihr? Sie hat ja nicht mal irgendwas. Hä? Ich bin so verwirrt von ihr einfach. Aber okay. Ich wünsche ihr viel Spaß mit dem, was sie hier tut in ihrem Leben. Sie ist nicht klug. Interessant auf jeden Fall. Das neue Slice of Life Update ist auf jeden Fall interessant, weil sie ist kreativ begabt, aber nicht klug. Aber da, also ich meine, das ist. Also es gibt ja. Es ergibt ja auch immer noch Sinn. Also. Weil ich meine, um kreativ zu sein, musst du ja nicht klug sein. Yay! Nächstes Projekt wurde abgeschlossen. Wie heißt das nochmal? Ich bin sehr intelligent auf jeden Fall, Leute. Sie sollte definitiv etwas essen. Das hat sie sich jetzt auch verdient. Und ich denke, danach können die sich ja auch alle hinhauen, to be honest. Ich habe heute Morgen erst gesaugt, wieso ist hier schon wieder eine Wollmaus? Das gibt's nicht. Wirklich. Es dauert 3 Sekunden, bis neue Wollmäuse auftauchen. Also ich meine, hier sind so viele Menschen okay. Also das glaube ich schon, dass es dann nochmal stärker staubt. Aber so krass, Alter. Oh mein Gott. Denkt ihr, es geht Markus Flex gut? Ich glaube nicht. Ich hatte noch nichts und Markus Flex? Wait. Nein. Überzeugen? Ah ja. Hör auf. Nein, warte. Er soll nicht gehen. Ich möchte mich ihm vorstellen. Ups. Erstmal gemault. Nice. Aber wir wollten uns ihm vorstellen. Das ist sehr wichtig. She fine? Er findet uns eh geil. Also, wieso sollte er das auch nicht tun? Hier, Anmachspruch. Let's fucking go. Wir finden ihn annoying. Aber egal. Wir können ja trotzdem ein Kind mit ihm zeugen. Wenn die Zeit reif ist. So, und die Nacht zieht vorüber. Da war der. Warum war der Flower Bunny? Warum? Ich bin verwirrt über mein Leben einfach nur. Ja, um 4 Uhr stehe ich auch immer auf. Läuft bei ihr. Wieso wacht ihr alle um 4 Uhr auf? Beziehungsweise jetzt 5 Uhr, aber das macht es auch nicht besser. Es ist Sonntag, Leute. Diese Kürbissuppe ist. Also, so Kürbissuppe, ne? Kürbissuppe schmeckt einfach so. Geil. Es ist ja in dem Sinne nichts Besonderes, aber es ist einfach geil. Und es ist gerade einfach die Jahreszeit dafür, deswegen. Ah, ich lieb's. So, sie setzt sich jetzt wieder an ihre Videospielfähigkeit. Denn sie muss unbedingt Level 3 erreichen, bevor sie wieder zur Schule geht. Weil dann kann sie nämlich eventuell direkt es schaffen, zur Einserschülerin zu werden. Das wäre sehr, sehr cool. Denn dann kann ich die nämlich ausziehen lassen und dann können wir neue Babys kriegen. Ja! Also die neuen Babys werden auf jeden Fall erst im neuen Haus gezeugt werden, aber ich finde es cool genug, not gonna lie. Oh, es ist sogar Tag der neuen Fähigkeit. Gar nicht so schlecht. Da lernen die ja auch schneller die Fähigkeiten, ne? Oh, Melody ist Level 10 in Videospiele. Wow. Ich denke, Tracy muss gebadet werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, bevor die Folge beendet wird, müssen wir natürlich mal ein paar Sachen noch einpacken, die wir hier haben, die uns dann, ja, die wir dann dort halt noch platzieren werden wieder. Denn sowas hier zum Beispiel, das kann man ja nicht kaufen. Why? Sehr schön. Das ist sehr viel Zeug, was wir noch verkaufen können. Das Geld erfreut uns doch. Wir werden auf jeden Fall diesen Briefkasten benutzen. Der ist einfach nur viel zu cool. Ja, und ich denke, das war es dann auch schon mit der Folge. Beziehungsweise, Moment. Also, es war es noch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Also, ich meine, wir müssen ja erst noch umziehen. Deswegen drücken wir jetzt einfach mal. Ich bin sehr bereit dafür. Bin ich ehrlich. Mal wieder was Neues sehen und so. Vor allem bin ich jetzt auch froh, dass der Schnee dann endlich weg ist. Ich hätte gar keinen Bock mehr auf den Schnee.
Ich hoffe natürlich, dass ich denke an alles, aber wird schon irgendwie passen. So, wir ziehen nochmal in Komorabi. Und eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn wir hier auf so ein großes Grundstück ziehen, oder? Also ich möchte nicht hier oben wohnen. Also ich meine, 50 mal 50 ist cool, aber ich möchte halt nicht im Schnee wohnen. Ich möchte halt hier unten irgendwo wohnen. Also ich würde, glaube ich, sogar das hier nehmen, dieses 50 mal 50 Grundstück. Oder, ach so, das ist nur dieses Urlaubsdings. Deswegen können wir das jetzt gerade nicht auswählen, aber ja. Ich denke, wir werden das hier nehmen und die Leute hier rausschmeißen. Dann verkaufen wir die Möbel und das Grundstück planieren wir. Dann haben wir 269.000. Das sollte tatsächlich ausreichen. Und da sind wir alle irgendwie in ihrer Schlafkleidung gefühlt. I don't know. Moody, die Einzige mit einem Schirm. Die ist richtig ready dafür auf jeden Fall. Und ich bin so, so gespannt, was dann hier raus wird. Es ist ein großes Grundstück. Ich spiele normalerweise nicht aus so großen Grundstücken, aber hey, das wird schon irgendwie. Ich bin sowas von ready. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen dann demnächst irgendwann mal ein Speedbild. Und ja, in Folge 100 seht ihr dann das Endprodukt spätestens. Und ja, ich hoffe, bis dahin sehen wir uns noch bei anderen Projekten wieder. Bis dahin und tschüss!